So, Moritz, hast du schon mal den Eingang gefunden? Das große Tor. Ja, dann wollen wir mal schauen, was da drin so abgeht. Man sieht, hier ist alles offen. Das war wohl das ehemalige Pförtnerhäuschen. Ein bisschen undicht die Decke. Okay, hier kommt schon einiges so runter. Lüftungsanlage. Ins Klo guckt. Geil, ne? Da hat er dann schön einen abgeseilt. So, dann schauen wir mal weiter. Hier, oder? Überall Gebäude. Schauen wir mal hier. Schon ein neues Leben drin. Diese Garagen. Ja, man, hier sieht man die richtigen Abteilungen. Hundehütten. Oh, da waren mal bestimmt richtige Bestien unterwegs, die das hier bewacht haben.
fette Schäferhunde früher unterwegs. Hier stand wohl mal der Kessel. Den haben sie auf jeden Fall schon mitgenommen. Irgendwelche Metalldiebe. Da oben lebt's. Hochgehen. Man sieht, es sind hier überall verlassene Hütten auf dem Gelände. Da rechts auch ein Wald. Ah, das sieht doch schon vielversprechend aus hier. Schränkchen. Schauen, was sich daran verbirgt. Ein Vogelnest. Das ist ein altes Telefon. Da war der Hörer. Wo man da wohl hingefunkt hat, telefoniert hat, man weiß es nicht. Jetzt eigentlich der ganze Berg, ja? Der ganze Berg ist eigentlich Munitionslager. Und überall die Hundehütten. Also das wäre echt früher, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Man sieht ja auch den dicken Stacheldraht. Gut, Kameras hat es zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Sonst wären hier... Auf jeden Fall, das sieht echt noch gut aus. Vorne ist halt ein Weg. Das sieht auch aus wie eine
Ja, auch hat sie das hier auch, oder? So, hier sieht man jetzt den Schornstein. Und da geht's runter. Beziehungsweise sieht es nach einem offenen Schacht aus. Können wir da rangehen und mal gucken, ob wir was erkennen können. Jetzt stehen wir natürlich hinter dem Zaun. Man sieht ja auch Stacheln. Da unten, ja, da sieht man. Da geht es auf jeden Fall runter. Das Haus. Ah, da ist das Haus, ja. Aber das heißt, also sind wir direkt quasi. Ja, guck mal, da hinten ist das mit den Geländen. Ja, das sind überall Gebäude, ne? Da ist auch überall Beton. Okay, aber hier kommen wir nicht drüber. Also gehen wir mal ein Stück weiter den Weg runter. Gucken, wo wir da lang kommen. Sieht man überall Gebäude, wenn man hier runter guckt. Aber wir interessieren uns hauptsächlich für den Schornstein, der einfach mal aus dem Erdreich kommt. Ob es da vielleicht einen Eingang gibt. Wow. Der ist halt echt komplett aus Naturstein gemauert. Nicht mal aus Ziegelstein. Krass. Einfach so. Kommt ja aus dem Erdreich. Schauen, wo es da hingeht. Okay, da geht es auf jeden Fall runter. Ich frage jetzt mal, wohin. Kommst du entweder für Wartungsarbeiten in den Schornstein oder vielleicht in den Kamin, in den Bunker. Das ist halt jetzt die große Frage. Oh, da sieht man den, da sieht man die Gebäude. Wir fahren nicht vorne am Ziegenberg-Schloss vorbei, ne? Ist das die Frage? Hm? Ob wir hier irgendwie reinkommen? Ja. Schau ich da mal rein, dass man das auch schön auf dem Video erkennen kann. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Da geht es auf jeden Fall um die Ecke, ne? Ja, um die Ecke. Schau, dass da irgendwo da rauskommt. Das ist die Frage, ob man da wieder hochkommt, ne? Das ist die andere Frage. Die sitzt schon tief drin, die Leiter, ne? Scheint auf jeden Fall recht verlassen zu sein. Auch die Gebäude da unten machen einen ruhigen Eindruck. Okay. Wir haben gerade noch einen Eingang gefunden. Das ist ein Deckel, einen eventuellen Eingang. Sieht doch sehr vielversprechend aus. Da geht es auf jeden Fall rein. Dann schauen wir mal, oder? Geht's da weiter? Geil.
durchquetschen. Geil! So wie es aussieht, haben wir den Eingang gefunden. Ja, wie man sieht, schaut mal da hinten rein. Sind wir jetzt im Bunker. Moin. Und jetzt schauen wir mal nach. Geil, dass der einfach offen ist. Mal schauen. Boah, krass. Zu? Das ist doch gerne. Das war meine Wand. Krass, ja, Mann. Eine zugemauerte Tür. Das ist wahrscheinlich oben drüber die Abdeckung, die wir gesehen haben. Die führt wahrscheinlich hier hin. Da sind wir schon ein ganzes Stück höher im Berg, wenn das so ist. Und auf jeden Fall noch die Elektrik. Ey, Wahnsinn, was für Riesenräume, gell? Das ist alles im... Krass. Das hier sind... Sieht aus wie eine Lüftungsanlage. Hier weitere Bunker gibt. Ach, oder auch die das nach unten verwalten. Alter, so viele Türen hier. Das ist echt Wahnsinn. Auch wieder zugemauert, ne? Das ist dann wahrscheinlich, als die Bundeswehr hier eingezogen ist, nicht mehr nötig gewesen, diese Notausgänge. Aber überall recht kleine Nebenräume, gell? Geldschrank und Tresorbaum 1. Ja, gute Riegel, oben und unten. Schlüsselschalter. Der Wohnraum eventuell sieht ein bisschen so nach aus. Thank you.
sind wir im Heizraum. Krass, riesig. Und die Sackgasse, das ist Sackgasse, wo hier ist. Ach krass, ja. Ah, das geht dann hoch unterirdisch, ne? Gibt's teilweise so kleine Räume und dann wieder so große.
Man sieht hier oben noch alte Sicherungssysteme. Das ist ja wahrscheinlich auch so Betrieb. Ja, wer weiß. Strom geht ja noch. Alter, das sind echt kein Ende, diese Gänge. Das war wohl mal der Duschraum. Das sieht so nach 50er Jahre Fliesen aus, 60er vielleicht. Handyempfang 0. Ja, nochmal so eine Hartwaschraum, wie man es auch immer nennen mag. Ist auf jeden Fall sehr feucht hier. Man sieht es auch an der Decke. Mal schauen. Krass, diese Räume nehmen ja kein Ende. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder oben. Man sieht hier Fenster, die aber zu sind. Hier sieht man auch schon, wie der Boden sich wälzt durch die Feuchtigkeit. Wie es da lang geht. Das ist nochmal wie unten riesig. Jetzt sind wir sehr wahrscheinlich im Adlerhorst. Und der Boden gibt hier auch schon nach. Es ist feucht alles.
Eingangsraum. Sieht aus wie die Haupttür hier. Und hier wurde auch schon randaliert, wie man sieht. Schauen, ob man da draußen was sieht. Okay, da draußen sieht man das bewohnte Haus. Aber an sich noch alles gut erhalten. Boah, hier sieht es schon fast aus wie ein Bunker, ne? Ewig langer Gang mit 1000 Türen. Alles noch einfach verglast. Richtig alt. Aber keinerlei Graffitis. Sieht alles noch sauber aus, ne? Keine Beschmutzung. Nur die Fensterscheiben sind eingeworfen. Aber sonst echt noch gut erhalten. Weißt du, wie das hier verbaut ist? Tischeln. Ach krass. Okay. Gucken wir gleich mal an. Oh, exklusiv. Auch schon etwas in die Jahre gekommen. Aber wirklich groß. Boah, da sieht man den Gang. Der Hammer. Okay, das waren die Duschen. Da vorne gab es ja nur eine einzelne. Und hier wohl die Gemeinschaftsduschen. Sieht man die Waffenschränke. Hier haben früher mal die Waffen gestanden. Im Gang sieht man die überall. Der ganze Gang ist voll mit denen. Hast nicht drauf, ja? Ja, die Seite hin zu
zum Berg. Quasi die uneinsehbare Seite haben sie überall zugemacht. Warum? Ja, gute Frage. Steht ja hier alles offen. Dran. Das ist ja die optimale Fischliesunterkunft gewesen, ne? Eigentlich schon, ne? Vor allem, das ist ja, kannst du putzen und dann Heizung anmachen, kannst eigentlich schon beziehen, gell? Das sieht so gut aus, nichts beschmiert. Teilweise ein bisschen feucht, aber wenn man hier mal ordentlich lüftet, man sieht jetzt zumindest keine Undichtigkeit von der Decke her, ne? Versteckt. Aber echt cool, dass hier nicht randaliert wurde. Sehr geil, dass das alles noch so gut erhalten ist. Krass, gell? Einfach so. Ein Waschbecken? Dass man das halt im Raum nicht sieht, ne? Wir haben eine Treppe entdeckt. Die ist natürlich sehr spannend. Die schauen wir uns mal an. Hier sieht man übrigens, dass es noch weiter geht. Wir gehen jetzt erstmal da hoch. Ist ja riesig. Also man merkt ja schon, wie lange wir hier langlaufen. Diese Dimensionen von diesem Gebäude. Wir hier wieder runterkommen.